Yo, Freunde, was geht ab? Es wird mal wieder Zeit für ein Brot. Lecker, lecker. Und jetzt ist es mal wieder an der Zeit für ein Brot. Um genau zu sein, für dieses Brot. Das ist der Aerotrooper von ProBoat. So soll das Ganze aussehen. Und man soll sogar in der Nacht fahren können. Ob man wirklich damit in der Nacht fahren kann, werden wir heute selbstverständlich testen. Aber erstmal auspacken. Da haben wir ein paar schöne Sticker. Etwas Verpackungsmaterial. Das hier ist die Funke. Eine STX-2. STX-2, also keine SLT-3. Batteries sind auch dabei. Wow, Freunde, schaut euch das mal an. Das ist mal was Außergewöhnliches. Außergewöhnlich, weil wir haben hier nicht so einen Propeller, der unter Wasser ist und das Boot antreibt, sondern wir haben hier oben einfach so einen riesen Ventilator, der über Wasser ist. Hovercraft nennt man das, glaube ich, nicht, denn Hovercraft sind ja Luftkissenboote. Die sind aber so ähnlich. Auf jeden Fall bin ich in echt schon mal auf so ein Ding gefahren, auf so einem Amphibienboot. Und das kann halt besonders gut durch Sümpfe fahren, weil der Propeller unter Wasser ist ja nicht vorhanden und der würde sich dann normalerweise verheddern in dem ganzen Unkrautzeug. Alles klar, meine Erklärung ist mal wieder Brot. Gelenkt wird das Ganze dann hier. Zieht euch das mal rein. Startknopf befindet sich auch hier oben. Ansonsten haben wir hier ein paar LEDs und hier vorne dann noch weitere. Kann mir gar nicht vorstellen, dass das bisschen Beleuchtung ausreichen soll, um dieses Boot bei Nacht zu fahren. Aber wir werden es herausfinden. Um in das Boot reinzuschauen, kann man hier den Deckel abnehmen. Da wird dann der Akku angeschlossen. Da könnt ihr noch den Servo sehen. Oh, ist sogar nur ein EC3-Anschluss, der kleine. Oh, krass, hier im Zubehör sind sogar ein paar Gewehre dabei und etwas Klettband. Und ansonsten ist das Boot 4S-fähig. Das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Wir gucken mal, ob wir einen Akku dafür haben. Und dazu müssen wir das Boot erstmal zu Zerberstus bringen. Jojojo, Zerberstus, was geht ab? Gar nichts, Alter. Ich freue mich wieder hier zu sein. Ja, ich freue mich auch. Ja, sehe ich dir an. Wir haben jetzt hier den Deckel abgenommen, um besser an das Kabel hier dran zu kommen. Ja, das wird gleich erstmal umgelötet. Ansonsten könnt ihr hier nochmal den Regler sehen. Und hier den Motor. Ist nicht allzu groß. Paar Aufkleber machen wir da noch drauf. Und die Gewehre, damit wir uns auch verteidigen können, falls uns mal ein Fisch angreifen sollte auf dem See. Das Alpha Pro Boat werden wir heute hier auch mal wieder mitnehmen. Und ansonsten sind hier die Teile vom 3D-Drucker fertig. Also für den TRX-4 können wir jetzt hier schön abstellen, so dass ihr keine Standplatten bekommt. Einmal vorne und einmal auch hinten. Und die Teile für die Traxxas-Funken, die sind auch fertig. Schaut euch das mal an. Jetzt kann man ganz entspannt mit einer Hand hier lenken. Also der 3D-Drucker, der leistet richtig gute Arbeit. Das Boot ist ready, Freunde. Schaut euch mal an, was für ein krasses MG hier oben platziert ist. Da ist auch nochmal ein Gewehr und da eine GoPro. Wir befinden uns bei dem fetten See und es ist schon wieder kalt, windig. So macht das auf jeden Fall nicht so viel Spaß. GPS-Messgerät ist gestartet und als allererstes machen wir einen schönen Speedtest. Schaut euch das mal an. Alter, was ist das? Zerberstus lässt das Boot ein. Klasse. Alter! Wow. Also irgendwie ist das Boot wirklich sehr schwer steuerbar. Vielleicht liegt es daran, dass die GoPro drauf ist, wegen dem Gewicht. Wir machen die GoPro jetzt mal ab und testen es mal ohne. Zweiter Versuch.
Was war das denn? Das waren jetzt schon mal 24 km/h, auch süß. Also das Boot ist schon was ganz Außergewöhnliches, was ganz Besonderes. Wir haben die Vermutung, dass der fette Akku einfach zu schwer dafür ist, deswegen macht es manchmal, was es will und ist sehr schwer steuerbar. Holen wir jetzt das Alpha Pro Boot noch mit ins Boot dazu und fahren nochmal eine Runde. Der macht einfach, was er will. Wow. Okay, Freunde, man müsste, glaube ich, dieses Boot perfekt ausbalancieren. Wir haben den Akku jetzt ein bisschen weiter hinter getan. Das funktioniert schon etwas besser, aber immer noch nicht optimal. Ansonsten, der Propeller, der ist ja nicht unter Wasser. Das bedeutet, wir könnten theoretisch auch auf die Wiese fahren, beziehungsweise auf Schnee. Das werden wir jetzt mal testen. Da haben wir ein bisschen was noch. Wir versuchen jetzt einfach einen Start von hier direkt ins Wasser zu machen. Also wenn das jetzt funktionieren würde, das wäre schon episch. Das Ding ist halt auch wirklich verdammt laut. Also, naja, wir werden sehen. Let's go! Oh mein Gott! Mann, das sah so gut aus, aber er hat es nicht ganz geschafft. Probieren wir noch einmal. Was ich noch sagen wollte, es ist einfach so verdammt laut. Ich fühle mich schon etwas unwohl, weil hier stehen noch ein, zwei Häuser und ich will die ja nicht so sehr stören. Okay, zweiter Versuch. Probier mal rauszufahren. Alter, ist das laut! Oh mein Gott, Freunde, schaut euch das an. Also das MG hier ist, glaube ich, nicht mehr einsatzbereit. Der Lauf, oh, den hat's erwischt. Das schießt jetzt um die Kurve. Das schießt um die Kurve, hat's aber erst gemeint. Also auf Landfahren funktioniert erstaunlicherweise gut. Falls nochmal Schnee liegen sollte, werden wir das auf jeden Fall ausprobieren. Also ich glaube, auf Schnee würde das 1A funktionieren. Vielleicht sogar noch besser als auf Wasser. Ey, früher, als ich ein Kind war und solche Äste gefunden habe, habe ich mir mal vorgestellt, das wäre einfach so eine Shotgun oder so. Und jetzt, wo ich schon fast 30 bin, stelle ich mir das immer noch vor. Eine Sache noch. Lasst einen Daumen hoch da, Freunde. Dafür, dass wir hier draußen stehen und uns den A abfrieren. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr das noch nicht getan habt. Wir sehen uns jetzt im Dunkeln. Es ist dunkel, aber ich befinde mich in der Garage. Ich wollte das Ganze erstmal so testen, ob das überhaupt Sinn macht, mit dem Boot rauszugehen. Die Lichter sind an. Ich mache den Night-Modus hier raus. Und wie ihr sehen könnt, kann man echt wenig nur erkennen. Hier jetzt mal im Vergleich meine LED-Kopflampe, die ich vorne an den FPV-Crawler dran gemacht hatte. Und wie ihr hier sehen könnt, ich finde, das ist schon besser. Auf jeden Fall hat man viel mehr erleuchtet mit dieser Lampe. Jetzt mache ich nochmal das Boot an, dann können wir den direkten Vergleich sehen. Hier schaut euch das an, das ist deutlich weniger. Wenn ich die Lampe jetzt davor halte, die ballert schon mehr. Also mit der kann ich hier echt ordentlich alles beleuchten. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Sinn macht, damit nachts auf den See zu gehen. Ich sehe doch gar nicht so wirklich, wo ich hinfahre. Falls ihr damit schon Erfahrung gemacht habt, könnt ihr mir das mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Der 3D-Drucker war hier auch wieder fleißig. Und zwar hat Zaberso einen Heckspoiler für den Vendetta selbst konfiguriert. Aber wie das Ganze aussieht und was daraus geworden ist, werdet ihr in einem anderen Video sehen. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Peace!